Berlin hat wahnsinnig viel Kultur. There's this real creative, young, do-it-yourself-vibe. Ach, die Berliner sind ja gewohnt, einerseits zu improvisieren, andererseits neugierig zu sein. Everybody is experimenting and it's like a big creative lab. Seit der Maueröffnung sind diese ganzen Freiräume, ob es besetzt worden von Menschen, die dort eine besondere Art von Kultur, Subkultur auch geschaffen haben, die es bis heute geschafft hat zu überleben. It's got a really like gritty vibe to it. But it has a lot of charm along with that. Plunkerkranich, it's an amazing place. It's this typical Berlin DIY culture, but you have this most amazing 360-degree view over all Berlin. We try to do a rooftop garden together with culture, like concerts, theater, cinema, basically everything your mind needs and your soul craves. The view is amazing, I guess. That's the main selling point. People come here, take photos. You got your selfie spot. Nothing better than eating a breakfast with a view like this. Das war früher vor vielen Jahren. Das ganze Areal war der Holzmarkt. Das ganz Besondere hier an dem Essen, wir servieren die Beilagen im Schälchen. Und die Schalen, die sollen die Geselligkeit wieder zurück an den Tisch bringen. Sie sollen zum Austauschen anregen, gemeinsam erleben. Wir wollen nicht nur Essen servieren, wir möchten gerne auch Leidenschaft rüberbringen. Wir möchten Freude den Leuten zeigen. Wir wollen inspirieren. The idea of the restaurant was that you sit in the kitchen, that you see your food, that you see the people who prepare it, and that you have an idea where the food comes from. We're only cooking with produce from around Berlin, exclusively. Most guests love it because they know what they have to expect. It's not the everyday eating. You have to kind of be able to open yourself up to what's coming because it's kind of different. It's not really crazy food, but it gives you an idea of what the region is about, you know? Bikini Berlin is a concept shopping mall. We developed the concept to bring all sorts of labels in from all over the world and especially fresh concepts from Berlin. The concepts first started to be the first anti-shopping mall shopping malls. And if you look around, you'll see no typical mall attributes. On the one side, we've got the urban jungle, and on the other side, we've got the real jungle with apes and gorillas and everything. Sometimes people get confused, but creative-minded people, open-minded people, they love it here. Modulor ist ein Handelsunternehmen, ein Concept Store, fast schon ein kleines Kaufhaus für Materialien. Wir möchten, dass Menschen, die hierher kommen, begeistert sind, dass die immer irgendwas finden, etwas angucken können und überall denken, boah, das habe ich ja noch nie gesehen. Die Leute, die hier einkaufen, das sind Architekten, Designer, Werbeagenturen, Theaterleute, Maker-Szene, Crafter. Aber es sind immer Leute, die etwas Besonderes suchen. Hardrex is probably one of the most important record stores in the world. If you're a music guy, you have to go. If you like techno, you'll have to go there. Just before the wall came down, vast spaces were available to do clubs, and they had to be filled with music. And Hardrex was one of the places that could supply Germany with the music. So we are a specialist in electronic dance music and vinyl. It's a bit unusual maybe for a shop. We are in a on the second backyard, on the third floor. So you have to find it, basically, and that is nice. If you want a traditional German beer garden, Eschenbräu is the place to go. Wir haben drei Standardbiere, die bieten wir das ganze Jahr an. Das ist das Dunkle, dann ein Pilzbier, sehr herb und hell, und ein Hefeweizen. Und dann haben wir 18 Spezialbiere, die alle drei Wochen neu am Hahn sind. In Berlin ist die Brauereikultur in den letzten 10 Jahren stark. Und regionale, kleine Brauereien mit intensiven, charaktervollen Bieren
sind stark auf dem Vormarsch. We are the first community-supported brewery in Berlin. We started off brewing the beers that we missed, that we couldn't find here. Now we've moved on to brewing whatever we like. Yeah, we brew beer. German beer culture is very monolithic, and we've brewed alone about 40 different styles of beer. We have our award-winning Szechuan Saison, Belgian Saison-style beer with Szechuan pepper and coriander added. Es ist eine alte, historische Brauerei. Wir haben eine Cocktailkarte, die sehr umfänglich ist. Also die Grundlage für unsere Cocktailkarte ist Around the World. Wir arbeiten mit modernsten Methoden und mit einem großen Fächer von Spirituosen aus der ganzen Welt sozusagen Inspirationen holen, nach Berlin holen und in unsere kleine Bar holen. Und ich denke, weil das, was wir hier machen, schon einerseits für Berlin spricht. Denn die Kombination aus hohem Handwerk, Inspiration, Poesie und Technik, das findet man in dieser Konstellation eher selten.